Welcome. Ni hao, welcome. Ja, auch Ni hao und die Raschei-Masse von mir, Jörg Langer, hier bei der Gamers Global Preview zu Yakuza Like a Dragon. Und dieses Mal sind wir schwerpunktmäßig in Yokohama unterwegs, wo ich übrigens auch schon war und da habe ich nachher ein paar Vergleichsszenen für euch. Aber erstmal zur Story. Ihr seid ein obdachloser Ex-Yakuza, der mit seinen neuen Freunden und dieser neuen Freundin in allerlei Intrigen, Kämpfe und gewichtige Geschehnisse verwickelt wird. This nasty Q-ball head tried to lick my armpit. Well, that's a new one. You know, when most guys do something I don't like, it's a kiss or a grope. Did you try licking just to throw me off? Natürlich muss diese Perversität bestraft werden in einem Kampf und das ist jetzt ganz neu. Es ist ein Rundenkampfsystem, nicht mehr Action. Und obwohl das hier sehr dynamisch aussieht und die Leute sich immer wieder auch bewegen, es ist wirklich Rundenkampf. Es passiert überhaupt nichts, wenn ihr nichts macht. Ja, und dann wählen wir doch mal einen Angriff aus und führen ihn aus. Watch this. Let's go. Man könnte jetzt über die Authentizität von Tauben in einem Innenraum streiten, aber natürlich geht es hier darum, möglichst irrwitzige Aktionen dem Spieler zu geben. Und das ist gelungen, also ich musste oft einfach kichern. Dabei ist das Kampfsystem aber trotzdem taktisch. Das heißt, ihr müsst euch schon überlegen, welche Angriffe ihr ausführt, gegen wen. Dann haben die Skills-Angriffe auch Magiekosten. Das sind diese türkisen Nummern unter den vier Porträts eurer Party. Und es gibt auch passive Fähigkeiten, Gruppenverstärkungsfähigkeiten und, obwohl es ja eine echte Rundentaktiksequenz ist, wo ihr überhaupt keine Eile habt, ist zumindest die Position im Raum nicht unwichtig. Denn Gegner können auch Angriffe von euch blocken, wenn ihr an ihnen vorbeirennt zum eigentlichen Ziel. Aber ebenso wichtig wie die Kämpfe sind die vielen Story- und Dialogszenen. This is really nice to see. What is? How you all seem thick as thieves already. Anfang des fünften Kapitels stößt Saiko Mukoda zu uns, die erste weibliche Kämpferin der Serie. Und insgesamt gibt es außer unserem eigenen Helden, dem Ichiban Kasuga, noch 6 weitere Kämpfer. Ich glaube aber, es sind immer nur 4 gleichzeitig. It's not like that. Not at all. And I'd hardly call anybody invited here lucky. Wir können mal schnell ins Japanische wechseln. Das Soapland, dessen Besitzer getötet wurde, hier geht's gerade um die Aufklärung des Mordes, wird auch noch von Bleach Japan belagert. Das sind Demonstranten, denen es um die, ja, Sauberkeit ihrer Stadt geht, aber natürlich wehren wir uns mit unseren Mitteln. 3-mal größer als Kamurocho im Vorgänger soll die Karte von Yokohama sein. Allerdings, diese berühmte Ausgehmeile da vorne gibt es nur aus der Ferne zu sehen. Und ich habe mir mal die Mühe gemacht, echte Yokohama-Aufnahmen aus meinen Japan-Dokus der Spieldarstellung gegenüberzustellen. Also hier das berühmte Riesenrad. Dieselbe Szene bei Tage mit dem knapp 300 Meter hohen Landmark Tower links. Und wie üblich haben die Designer die Spielwelt stark verdichtet. Also man erkennt immer wieder berühmte Stellen oder auch hier dieses Schiff oder da hinten der Maritime Tower. Aber es ist alles so ein bisschen näher zusammen und ja, einfach kompakter dargestellt. Trotzdem macht die Spielwelt einen tollen Eindruck, man erkundet sie gerne, es gibt auch viel zu finden. Und natürlich hat Yokohama die größte Chinatown Japans und auch das ist hier gut abgebildet. Auch hier wieder alles so ein bisschen verdichtet, wenn ihr mal guckt, in Wahrheit ist das hier eine Polizeistation, kein Informationscenter. Und die Lampions sind auch ein bisschen woanders in Wahrheit.
Das hier gibt's auch in echt, die Sega-Spielhalle ist in echt wesentlich schöner übrigens, von außen zumindest. Naja, also die Spielwelt ist sicherlich wieder ein absolutes Highlight. Und man kann wieder in der Spielwelt diverse Sachen anstellen. Zum Beispiel Automaten spielen. Klar, gab's schon immer, haben sie aus Shenmue geklaut. Oder Golfen, allerdings natürlich eine Yakuza-Art des Golfens. Hier muss ich Bingo spielen. Hier muss ich auch möglichst wenige Zentimeter an die Flagge ran. Und das gibt es dann auch in verschiedenen Schwierigkeitsstufen. Als Fortgeschrittener hat man noch ein Hindernis dazwischen. Und im Expertenmodus können das auch mal 10 Hindernisse sein. Und kleinste Schlagungenauigkeiten wie hier, das war ja fast perfekt, werden bestraft. Aber damit nicht genug. Ihr könnt Karaoke singen, Go-Kart fahren, im Kino gegen das Einschlafen kämpfen. Ihr könnt einkaufen und damit im Kampf euch Boni geben. Wenn ihr kaum noch Hitpoints habt oder kaum noch Magie, dann geht entweder einmal schlafen, das wird dann wieder aufgefüllt, oder ihr geht in ein Restaurant und holt euch da ein Essen. Und während ihr dann esst, gibt's auch noch Gespräche mit euren Partymitgliedern. Ihr könnt zwischen der englischen und japanischen Sprachausgabe umschalten. Die deutschen Untertitel beziehen sich eh aufs Japanische. Ja, natürlich gibt es auch wieder ein Management-Spiel. Dieses Mal sollt ihr einen Pralinen-Shop, der heißt wie wir selbst Ichiban Pralin. Ichiban heißt so das Beste, der Beste. Managen und nach auch andere Shops zukaufen. Das kennt man ja schon aus einem der Remakes. Und dann müsst ihr halt gucken, dass ihr die richtigen Angestellten auf die richtigen Positionen setzt und Gewinn abwerft. Und wenn es so ist wie in früheren Teilen, dann ist das relativ schnell optional, einfach noch eine Möglichkeit, um Geld zu verdienen. Und dann gibt es natürlich da auch wieder Aufgaben. Ihr arbeitet euch mit eurem Shop hoch oder mit eurem Firmenimperium, bis ihr irgendwann halt in Yokohama Ichiban seid. Es gibt auch eine Mechanikerin und die verbessert euch Waffen. Also es ist so, dass die Waffen immer an die Klasse gekoppelt sind. Das könnt ihr auch nicht groß ändern, aber ihr könnt neue Waffen kaufen. Aber jetzt schauen wir uns das erstmal an hier. Ah, ist er nicht schön mit seiner neuen Lackierung? Aber wenn ihr den jetzt ausrüstet oder auch andere Dinge ausrüstet, ändert sich nicht die Grafik. Das seht ihr jetzt gerade hier vorgeführt, also ob der einen Ring hat oder nicht, völlig egal. Die Grafik ändert sich und auch nicht beim Rumlaufen, sondern nur im Kampf, indem ihr den Beruf wechselt. Das macht er auf dem Arbeitsamt, also so beim Zeitarbeitsamt sozusagen. Und je nach Klasse seht ihr anders aus dann im Kampf. Und habt auch ganz andere Werte und Spezialangriffe. Und das ist wirklich eine derartige Freude. Wir kommen gleich dazu. Ich zeige euch ein paar Beispiele in Aktion. Gibt es auch verschiedene Varianten. Also hier ein Spezialkostüm. Die Werte bleiben dann gleich. Und wenn ihr einen Shop wechselt, fangt ihr wieder bei 0 an. Also sie hier ist als Barfrau 24, als Hostess Rang 5 und darf noch nicht Königin der Nacht sein. Ach, wie schade. Ja, und jetzt gucken wir uns mal ein paar Kampfszenen an. Ihr habt die Skills, wie gesagt, die Magie verbrauchen, aber auch mehr Schaden anrichten als eure normalen Angriffe. Und hier jetzt erst als Musiker neuerdings unterwegs und macht mit seiner Gitarre Schaden. Oder ich als Hosto werfe eine Blume. Und sie spritzt mit Schaumwein. Das ist gefährlich, sag ich euch. Und hier nochmal der Beweis, ihr könnt euch wirklich Zeit lassen und solltet auch wirklich überlegen, welchen Gegner ihr angreift. Es kann euch passieren, dass ihr geblockt werdet vom Ziel oder von den Dazwischenstehenden, aber trotzdem macht es in der Regel Sinn, auf die schon Angeschlagenen weiter drauf zu hauen. Dann gibt es noch die Essenzen, das sind so Spezialattacken, wo alle zusammenarbeiten, abhängig von ihrem Gruppenzusammenhalt, den er mit der Zeit immer weiter steigert.
Wobei hier arbeitet nichts zusammen, sehe ich gerade. Aber normalerweise bei diesen Essenz von irgendwas hauen sie dann alle gleichzeitig drauf. Auch die Gegnertypen sind wirklich obskur bis bizarr. Schaut euch das an. Mülltütenmänner. Das könnte ein Albumveröffentlichung sein. Gerade habt ihr gesehen, habe ich mal getroffen, wenn er die richtige Taste drückt, dann könnt ihr den Angriff noch verstärken in seiner Effizienz. Also es gibt auch ein Action-Element, selbst wenn er auf Autokampf schaltet. Das seht ihr links unten, den linken Trigger gedrückt halten, um die KI ein bisschen zu beeinflussen. Soll sie offensiv sein oder keine Skills einsetzen. Das könnt ihr aber auch jederzeit wieder ausschalten. Also, die Kämpfe rocken trotz Rundentaktik, aber was überhaupt nicht rockt, ist die weiter fortgeführte Geringschätzung des öffentlichen Nahverkehrs. Da fährt vielleicht jetzt mal ein Bus rum, in den ich aber nicht einsteigen kann. Da gibt es jetzt Bahnhöfe, in die ich aber nicht wirklich rein kann. Dabei weiß doch jeder, dass in japanischen Städten das Hauptfortbewegungsmittel die U-Bahnen und Züge sind. Doch selbst wenn es mal einen Fahrkartenautomaten gibt, dann dient der nur als Teleport zu einer Offsite-Location in der Story. Dafür sind jetzt Autos brandgefährlich. Es reicht, wenn sie euch leicht berühren und ihr verliert sofort 100 Lebenspunkte. Aber Moment, da vorne, da ist ja ein U-Bahn-Eingang. Dann renne ich da mal hin und erzähl euch mein Fazit. Also, ich bin angetan. Ein neuer Held, der aber auch sympathisch ist. Und alte Tugenden, skurriles, ernstes. Lange Cutscenes, viel Gekämpfe und das mit einem neuen System, das trotzdem gut funktioniert. Nein.